Ja, ich würde sagen, gelang es sehr, aber es gibt neue Limited Editions in der Drogerie und ich habe zugeschlagen, damit ihr wirklich nur die Produkte kauft, die sich wirklich lohnen. Und bei dem einen oder anderen Produkt habe ich jetzt schon eine grenzwertige Meinung. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem liebsten Schuljungen Maxim. Ich habe vorhin so einen kleinen Schreck gekriegt. Ich habe mich nämlich im Spiegel angeschaut, im Auto, im Rückspiegel und dachte mir, Junge, du siehst aus wie 4. Meine Jacke ist ein bisschen groß geworden. Dann hatte ich ein Poloshirt an, ein anderes. Das hatte hier auch noch eine andere Farbe. Und ich sah wirklich aus wie gerade eingeschult worden. Tut nichts zur Sache. Ich mache jetzt einfach hier auf den Lieblingsschwiegersohn. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich freue mich sehr, denn ich habe lange, lange, lange keine Limited Edition mehr gefunden. Und im Moment ist es so ein bisschen schwierig. Im Moment ist bei meiner Filiale hier des Vertrauens bei Rossmann immer so ein bisschen, naja, kritisch, was das angeht. Es steht bei Rival Loves Me immer noch die Petit Paris Limited Edition drin. Also eigentlich nur noch die Verpackung. Aber bei Rival de Loop stand einiges Neues mit drin. Und zwar habe ich die Radiant Flower LE und ein paar Produkte aus der Blurry Times LE mitgenommen. Und da bin ich mal gespannt, was das kann. Damit wir gar keine Zeit verlieren, starten wir auch direkt mit dem ersten Produkt. Und ich muss sofort mit der Tür ins Haus fallen. Ich verstehe den Namen nicht. Blurry Times. Und da war nicht ein Blurry-Produkt in der LE. Es gab was UV-Nagellack, dann gab es das hier, das Zwei-Phasen-Serum und es gab so ein Lip-Plumper. Irgendwas mit Blur habe ich da nicht gesehen, aber vielleicht täusche ich mich da auch und habe etwas übersehen oder es war schon ausverkauft. Hier ist das erste Produkt. Das ist ein Zwei-Phasen-Serum und ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe ein großes Problem mit Zwei-Phasen-Seren. Man soll es zwar schütteln, aber das Problem ist, Zwei-Phasen-Seren bestehen aus einmal etwas wässrigen und einmal etwas öligen. Deswegen separiert sich das auch meistens hier oben. Aber auch wenn du schüttelst, ist es zwar kurzweilig zusammen, aber sobald du es auf der Haut hast, trennt sich das wieder. Hier sind nämlich keine Emulgatoren drin, die dafür sorgen, dass das halt zusammenbleibt, ne? Du machst Emulgatoren in ein Produkt rein, damit das ölige und wässrige Produkte sich halt mischen und dann gemeinsam in die Haut penetrieren können. Das ist halt hier nicht mit drin. Deswegen würde ich da fast empfehlen, erst das wässrige und dann das ölige zu benutzen. Aber es riecht sehr gut. Es ist ganz mild und ich glaube, ihr könnt sehen, ne? Es separiert sich halt auch sofort schon auf der Haut. Deswegen werde ich das jetzt nicht in mein Gesicht packen, weil es einfach nichts bringt, außer dass das Wasser verdunstet. Und das Ölige so ein bisschen, du kannst es so ganz leicht einpressen vielleicht. Ich habe jetzt aber auch schon Sonnencreme drauf. Ja, weiß ich nicht. Also da bin ich ehrlich gesagt nicht so ein großer Freund von. Und das habe ich nicht verstanden. Das war mal eine Zeit lang, war das sehr beliebt. So ein Zwei-Phasen-Produkt für den Körper vielleicht okay. Im Gesicht ist es mir einfach ehrlich gesagt zu einfach gemacht worden, dass es schon wieder zu kompliziert ist. Aber, haha. Jetzt geht's los. Es gibt viele wirklich, also ich muss es euch jetzt schon zeigen, weil ich weiß, viele schalten schon ab. Aber wenn ihr nur eine Sache aus der Kollektion kauft, diesen Blush bitte. Der sieht so schön aus. Kennt ihr Fluorasis, glaube ich, heißt die Marke? Die haben ja auch so tolle Pressings mit drin. Also das ist wirklich eines der schönsten Pressings, die ich in einem Drogerieprodukt jemals gesehen habe. So fein und so filigrane Konturen der Blüten hier mit drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist jetzt aber aus der Radiant Flower Limited Edition. Wir machen aber vorher mal so ein bisschen meine Base. Und da wollte ich das hier ausprobieren. Es gibt nämlich einen Powder Puff. Das ist ein Fluffy Powder Puff für loses oder gepresstes Puder. Ich mag sowas ja ganz gerne. Das ist ähnlich von der Textur her wie die Microfiber Multitools Mini, nur halt ein bisschen flimsiger. Was man damit aber sehr, sehr gut machen kann, ist Foundation auftragen. Und das machen wir jetzt einmal, damit ihr das seht. Ich nehme mir ein bisschen was von der House Labs Foundation, ist im Moment meine absolute liebste Foundation und arbeite mir das mit diesem Powder Puff hier ein. Man braucht die nicht nass machen durch die Mikrofaser. Könnt ihr einfach über euer Gesicht gehen und ihr verliert auch gar keine Deckkraft, ne? Also bei einer zu stark deckenden Foundation würde ich das nicht machen. Bei so einer Medium bis Light Coverage Foundation kann man das aber ganz gut machen, weil das einfach so ebenmäßig aussehen wird. Man kann auch so ein bisschen wischen, je nachdem, wie man das möchte. Das geht halt immer sehr, sehr schnell. Du kriegst dadurch auch ein so ein bisschen geairbrushteres Finish als mit so einem Beauty Sponge mit hin. Der Beauty Sponge nimmt natürlich sehr viel Produkt wieder mit auf. Das passiert hier nicht. Und das ist ähnlich wie so eine Cushion Foundation, ne? Also wenn ihr so dieses Arbeiten mit so einem Schwämmchen ganz gerne mögt, probiert das mal aus. Dafür ist sowas immer sehr, sehr gut. Aber eigentlich ist sowas für Puder gemacht. Dafür finde ich das ganz spannend. Habe ich so auch in der Drogerie einzeln noch nie gesehen. Oft ist es ja so, dass diese Produkte dann irgendwie mit bei einem Puder dabei sind. Aber der ist natürlich auch
wirklich sehr, sehr groß. Base gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich liebe die Foundation und mit diesem Powder Puff ist das gar nicht so schlecht. Jetzt gibt es aber das hier und das ist, mit sowas kriegst du mich ja immer. Das ist das Color Correcting Loose Powder. Na, da bin ich gespannt. Also Color Correcting heißt ja, dass es Farben korrigiert. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Farbe das korrigieren soll, weil das ist ganz leicht pink. Aber vielleicht ist es halt einfach so weichzeichnend, dass das auch den Hautton korrigiert. Ich nehme mal ein bisschen was raus. Oh, es riecht ganz leicht. Ein bisschen nach Pfirsich, wenn mich nicht alles täuscht. Ist recht fein gemahlen. Ich trage mal ein bisschen Concealer auf vorher. Vielleicht habt ihr schon etwas aus der Limited Edition gefunden und ausprobiert. Dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bin im Moment ehrlich gesagt nicht so hinterher, was LEs angeht. Ne? Merkt das selber. Okay, wir haben jetzt eine recht dünne Schicht Puder. Ich drehe jetzt hier einmal diese Puderquaste. Das riecht toll. Und damit gehe ich jetzt hier... ja, krass. Ich habe halt hier gerade dieses Ding hier nicht abbekommen. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen was und presse das richtig gut ein. Und ihr seht sofort, dass das sehr weich zeichnet. Wir gehen noch mal hier über die Stirn. Ne? Da habt ihr die Linie. Also es mattiert sehr gut. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Color Correction Puder ist. Aber so vom mattierenden Ergebnis her ist das schon gut. Ich mag den Duft, der ist bei weitem nicht so stark wie der Huda Beauty Duft beispielsweise. Ne? Das ist ja immer so eine gute Benchmark, um einen Duft für ein Puder zu beschreiben. Aber im direkten Vergleich sehr, sehr schön. Okay, gut, das gefällt mir gut. Das kann ich euch schon mal so mit auf den Weg geben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das lange hält oder so. Aber so für so einen mattierenden Effekt schön. Und es sieht halt nicht so trocken aus. Ne? Also es hat sich jetzt nirgendwo an trockenen Stellen oder so abgesetzt, sondern sieht ganz passabel aus. Okay, das mag ich gerne. Und jetzt, der Blush. Ihr habt oben einen sehr, sehr hellen Ton. Da will ich mal was mit ausprobieren. Ich bin ja so eine Maus, ich liebe es ja unter meinen Augen. Das leicht unter die Augen für so einen Brightening-Effekt. Das funktioniert sehr gut. Oder halt als Blush, da gehe ich jetzt einfach so ein bisschen rein. Klopf ab. Das ist ein sehr intensiver Pinkton, ne? Sehr frühlingshaft. Ihr seht es, ich gehe auch super grob über mein Gesicht, einfach um alles so ein bisschen lebendiger zu machen. Ist ein matter Blush, ne? Also wer Schimmerpartikel nicht mag, für den könnte das auf jeden Fall was sein. Der ist sehr pigmentiert. Ich kann mir den auch gut als so einen kleinen Lidschattenersatz oder so vorstellen. Nur für so einen Hauch. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel machen, aber ich gehe jetzt mal ganz leicht nur mit so ein bisschen dem hellen Ton und dem Pink ganz leicht in die Lidfalte, damit ihr seht, wie intensiv... wie intensiv der Blush ist. Also du kannst damit schon auf jeden Fall was machen. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin im Moment, habe ich euch neulich schon erzählt, ne? Ich mag im Moment ganz gerne diese Blushes... Quatsch. Ich mag im Moment ganz gerne Pudertexturen wieder. Es ändert sich immer so ein bisschen, wie ich glaube ich gerade drauf bin. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Jetzt kommt etwas, ich weiß, da werden sich viele umdrehen. Das ist ein Glowing Spray. Spray lässt dein Teint erstrahlen, vielleicht dank der funkelnden Schimmerpigmente einen perfekten Summer Glow Look. Für Gesicht und Dekolleté. Die Haut wird zusätzlich mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt und fühlt sich gepflegt und zart an. Shine Bright. Das ist ein pures Schimmerspray, ne? Und ich liebe ja sowas. Also da ist so viel Schimmer drin, dass selbst wenn du schüttelst, sich kaum was bewegt. Ich habe ein bisschen was auf dem Arm vorhin schon mal aufgesprüht, aber ich möchte halt aussehen wie ein Stück Bacon, was noch nicht lang genug in der Pfanne lag. Speckig. Sehr frischer Duft. Lassen wir es einmal kurz einziehen. Sehr toller Sprühnebel, Tatsache. Sowas sieht halt auf dem Körper immer toll aus, ne? Wenn du... So, nur so ein Hauch. Also das ist ja jetzt nass. Wenn das weggedampft ist, dann sieht das schon echt schön aus. Oder auf den Beinen oder so. Also so groß sind die Schimmerpartikel nicht, die ich hier auf meinem Arm sehe. Aber es fühlt sich halt einfach... Ich mag sowas. Das sieht... Ne, so ein Beinchen, so ein giesiges Beinchen. Habt ihr meine Beine gesehen? Hoffentlich nicht. Oh, meine Beine sehen wirklich aus wie so ein sehr junger Gouda. Und wenn du den so ein bisschen zum Glitzern bringst, ich finde, glitzernde, käsige Beine sind immer hübscher als nur käsige Beine. Weißt du, was ich meine? Ich muss dringend an meinen Beinen arbeiten. Die vernachlässige ich sogar selbst beim Selbstbräunen. Okay, gut. Glow Spray, sehr, sehr schön, hat das ganze Make-up immer so ein bisschen wieder frischer gemacht. Und jetzt, ihr süßen Mäuse... Das hier. Die Textur kenne ich schon. Und zwar sind das Stamps. Also so Stempel. Stamp Flower Eyeliner. Ich habe hier schon welche auf meine Hand gemacht. Die halten sehr, sehr gut. Aber ihr habt auf der anderen Seite auch einfach noch einen Eyeliner. Und die Farbe ist sehr, 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 sehr spannend. Das ist so ein bisschen Duo. Mal ist es ein bisschen heller, mal ist es ein bisschen dunkler. Aber der trocknet an und dann hält der bombastisch gut. Ich habe den vorhin, als ich ihn gekauft habe, getestet. Und jetzt...
jetzt, ne, mit diesem leichten Pink auf den Augen sieht das bestimmt süß aus. Der ist sehr hell, den kann ich mir gut auf einer dunkleren Haut vorstellen. Und dadurch, dass der noch, ich weiß nicht, ob sich das im Laufe der Zeit ändert, so ein bisschen marmoriert ist, hast du dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen Effekt. Können wir einmal kurz darüber reden, wie schnell ich gerade diesen Eyeliner gezogen habe? Also der ist schon sehr hell, ne? So dass du ihn kaum siehst. Wahrscheinlich braucht der noch ein bisschen, bis der so richtig lila wird. Aber der sieht ganz süß aus. Aber viel, viel schöner ist halt natürlich die andere Seite, ne? Diese kleinen Blumenstempel gab es ja auch schon in Sternchen und Herzchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist ein Hingucker, ne? Du kannst ja auch einfach nur ein Blümchen hinsetzen oder mehrere. Ich übertreibe es natürlich jetzt. Das ist natürlich schon was Besonderes. Ich mag sowas ganz gerne. Das ist eine Spielerei, die halten sehr, sehr gut und die sind natürlich auch deutlich dunkler. Ich finde auch in Kombination mit diesem helleren Eyeliner sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wenn ihr so eine. Doch, ich finde das süß. Bin ja eigentlich, was mein Make-up angeht, eher so ein bisschen erwachsener geworden, ne? Weniger bunt, weniger Blümchen, weniger Pink und weniger Hallo, süß. Es ist okay, aber es ist ein Look. Es ist ein Look, das macht man ja nicht jeden Tag. Was man auch nicht jeden Tag macht, was ich aber eigentlich ziemlich schön finde, sind Eyeglosser. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, weil sie manchmal alles darunter zersetzen, aber das testen wir jetzt einfach mal. Ein Shimmer-Eyegloss, den kann man halt auch ganz gut auf den Lippen benutzen, wie ich finde. Der ist golden und den arbeite ich mir erst in meine Hand, in meinen Finger, lass den kurz ansetten und dann kann man den ganz leicht hier rüber toppen. Ne, einfach so ganz leicht, nicht zu viel rüber dämmen. Das ist aber auch nicht so eine richtige Liquid Gloss Textur wie der von Essence beispielsweise. Und der zersetzt diesen Eyeliner nicht. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Haben wir schon oft gehabt, dass, also gerade der von Essence ist mir jetzt so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Der ist ja doch schon sehr, sehr glossy. Das ist eigentlich wie ein Lipgloss. Das schmiert alles. Hier hast du ja nur eine ganz. Eigentlich ist es ein flüssiger Lidschatten mit ein bisschen Glitzer mit drin, der dann aber gut runtertrocknet und so einen schön irisierenden Look hat. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn man vielleicht keine Foundation drunter hat. Einfach so auf die Haut pur raufgegeben. Schön. Es gibt noch was. Ich habe den zu Hause eben gerade schon mal probiert. Das war ein Lip Plumper, den Illuminating Lip Plumper. Na, vielleicht ist das nur in meinem Kopf so. Das ist auch aus der Blurry Times LE. Und in einer Blurry Times LE finde ich ein Illuminating-Produkt irgendwie komisch, aber der sieht sehr, 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 sehr schön aus. Der ist auch so ganz leicht pinkig. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu dem Augenlook, aber der ist halt sehr hell. Deswegen nehme ich noch ein bisschen was von meinem Namen Lip Liner in der Farbe Rose Nude. Und dann diesen Illuminating Lip Plumper. Der plumpt, ne? Also so ein bitzelnder Effekt. Und dann hier rüber. Ich würde den nur in einer ganz dünnen Schicht auftragen, weil der eine hohe Deckkraft hat. Der ist so kompakt, was diesen Schimmer angeht. Aber das sieht süß aus, ne? Oh, ich sehe heute aus wie ein blühendes Blumenmädchen. Und ein kleiner Schuljunge. Du merkst, es fühlt sich sehr, sehr pflegend auf den Lippen an, ne? Du hast nicht so diesen schmierigen Lipgloss-Look, sondern es ist eher wie so ein Lippenpflegeprodukt mit sehr viel Schimmer mit drin. Dass es schon wieder aussieht wie eine Farbe. Und mit so einem dunklen Lipliner dazu mag ich das ganz gerne. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, bis auf diesen Zwei-Phasen-Serum war das wirklich sehr, sehr schön. Wer also so eine Schimmerprodukte mag, wer es gerne ein bisschen verspielter mag, ich glaube, der findet in dieser Limited Edition auf jeden Fall was. Ansonsten ist dieser Blush natürlich top, ne? Also wer auf einen schönen, intensiven, leuchtenden Blush auf der Suche ist mit dem schönen Pressing, der macht hier definitiv nichts mit falsch. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir unbedingt euer Feedback in die Kommentare. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.